Alter, mein letztes Safe-State geladen und es geht jetzt gleich hier weiter, wo wir letztens waren. Also ich hoffe mal an einer ähnlichen Stelle zumindest. Hier noch ein Dialog, den ich kurz gefunden habe. Von der eigenen Mutter. Das ist eiskalt. Ja, natürlich. Du bist cool. Was auch immer. Ja, bis gleich. Dann, Leute, weiter geht's an die ganz dieselben Stelle, aber wir kämpfen jetzt gegen eine Schlange. Gegen eine Schlange. Also würde ich mal sagen, machen wir es noch rein. Dann versuchen wir sie mal zu bashen. Ich hoffe, wir werden nicht die ganze Zeit ausweichen. Der Poke hat sich bei uns beschwert und wir können es nicht bewegen. Und wir können es jetzt wieder bewegen. Live. Bam! Da, der King räumt auf. Und die greift irgendwie nur uns an und Ness trifft nichts. Ist auch ein bisschen frustrierend. Na gut, solange der auch nicht trifft. So, und sie wurde zahm. Und wir haben gewonnen. Das, liebe Leute, ist Earthbound, wie es lebt und lebt, wie es ein Spiel ist und wie wir es zocken. Das war frustrierend und unwert. So, hier ein Runaway Dog. Dann bashen wir mal. Yay, King ist auch am herumbrüllen. So. Naja, die Musik ist zwar nicht so wie bei Undertale, aber ich mag sie trotzdem. So, wenn wir den hier besiegt. Der Poké hat uns als Chip benutzt, sehr nett. Na gut, wenn wir den Kampf hier gewonnen haben, dann sollten wir auch, wenn ich mich nicht irre, hier jetzt. Ja, der Sam, sollten wir jetzt hier PG Life abbekommen haben. 4 XP. Und Level ist nur 2. So, dann. Und wir haben Life Up Alpha bekommen. Also, das gerade habe ich euch ja schon erklärt. So. Ich weigere mich jetzt hier alle 3 Sekunden. Ach ja, einen Cut zu machen. Naja, falls ihr es nicht schon bemerkt habt, die Grafikqualität ist nämlich etwas darunter. Das liegt daran, dass ich das Fenster nur auf einer kleinen Größe geöffnet habe, in der Hoffnung, dass das Spiel dann nicht so oft abschmiert. Ich habe keine Ahnung warum, aber ja gut, der Emulator, der hier ist auch relativ instabil. Und jo, und dann gleichzeitig noch Bandicam-Mann und alles. Kann schon mal schief gehen. Und da oben ist ja schon der Picky. Hier sind noch die Polizeisperren, die sind aber nicht sehr ordentlich entfernt. So bekommt ihr den Weltrekord sicherlich. Ich habe gewusst, dass das hier ein gruseliger Platz sein wird. Ich hätte niemals mitkommen sollen. Ich bin weg. Okay. Der Meteorit ist aber. Na gut, gehen wir jetzt zum Picky. Ah! Oh, du hast mich aufgeweckt. Poki, ich habe die ganze Zeit nach dir gesucht. Siehst du, Poki hat Angst bekommen und ist weggerannt. Nun, ich bin glücklich, dass es dir zumindest gut geht. Lass uns nach Hause gehen. Ich wette, Mom und Dad haben sich schon krank um uns gesorgt. Jesus. Manchmal frage ich mich, ob das wirklich der große Bruder ist. Ja. Yay, Picky hat uns gejoint. Ness, hörst du dieses Geräusch, als würde eine Biene herumfliegen? Jo. Ja, du kannst es hören. Ah! Oh, ah. Ah. Wie es hier noch über Ness Kopf geht. Na gut, Leute, ihr seht, das ist Earthbound. Oh, jetzt kommt hier. Jetzt muss ich den Yoda rauslassen. Eine Biene, ich bin. Nicht. Ich bin von 10 Jahren aus der Zukunft. Und in der Zukunft ist alles vernichtet. Geigas, der universelle kosmische Zerstörer, hatte den Horror von unendlicher Dunkelheit gesendet. Wie auch immer, du musst zuhören. Wo ich herkomme, gibt's eine gut bekannte Legende über eine, welche von antiken Zeiten kommt. Es sagt, wenn der ausgewählte Junge den Punkt erreicht, wo er das Licht findet, wird die passende Zeit kaputt gehen wie ein albtraumhafter Stein. Und wird der Weg des Lichtes erreichen. Jo, das ist jetzt hier auch ziemlich klischeehaft, wer seht. Ich sehe, meiner Meinung nach bist du
dieser junge Näs. Das ist, was ich glaube. Geigers monströser Plan muss die Erde irgendwie in Bewegung gesetzt haben. Wenn du jetzt beginnst, den Gegner direkt zu konfrontieren, hast du vielleicht Zeit, gegen die bösen Tensionen von Geigers vorzugehen. Drei Dinge sind dabei wichtig. Weisheit, Mut und Freundschaft. Die Legenden von antiker Zeit reden von drei Jungen und einem Mädchen. Aha, Gangbang. Wer Geigers besiegt hat, ich werde mehr später erklären. Geh jetzt. Und hab keine Angst vor der Zukunft. Du musst viel Arbeit tun, Ness. Hast du gehört, was ich dir sagte? Jo. Danke dir, dass du auf meine lange Story gehört hast. Du bist genauso... Warte. Du bist genauso erwartungsgemäß, wie ich dich erwartet habe, zu sein. Oh ja, wieder eins der schönen Themes hier. Bass Bass ist dir nun gejoint. Hm, das ist ein sehr kreativer Name. Ich muss kurz was trinken. Ist die Biene auf ihm gelandet? Ja. Ness. Es sieht so aus, als bist du diesmal wirklich eine Menge Ärger. Der Junge sagte, ich hoffe, ich bin keines von diesen drei, oder? Weil ich mag diese Art von Sachen nicht. Ja. Mein Herz schlägt fast aus meiner Brust raus. Okay. So. Okay, die umkreist uns jetzt hier. Okay. Ich sterbe gerade beim Steuern, sieht man auch. Ja. Falsche Richtung, ich habe mich schon verirrt. Ich habe mich am Anfang des Spiels verirrt. Na gut, weiter geht's. So. Und ja, die Musik. So. Dann nach dieser Folge gibt es noch zwei Folgen to go. Ja, sorry, das hier hoch. Jesus. Hier, Herzattacke des Jahres. So. Es war eine lange Zeit, Bass Bass. Du warst sehr erfolgreich dabei. Master Geigers des Plans zu durchkreuzen, aber Bass Bass. Nun muss ich zurückziehen. Du bist nicht mehr ein Held. Du bist nur noch ein sinnloses Insekt. Ja. Das hier zeigt extremst gut nochmal, dass der Bass-Bass einen tieferen Hintergrund-Story hat. Aber was soll ich euch sagen, Leute? Leider ist diese Story in keines, wirklich keinem der drei Spiele dieser Reihe angehören. Nicht mal Undertale hat der Tobi irgendeine Anspielung drauf gemacht. Ich hoffe mal, da wird in dem Fanmade mal davor noch irgendwas zu kommen. Selbst wenn das dann nicht offiziell ist, sondern einfach nur nicht kennen. Hoffe ich mal, dass es noch irgendwas kommt, weil... Man sieht hier, Bass-Bass hat eine tiefe Vergangenheit, aber in keiner Art wird noch irgendetwas von ihm erzählt. Überhaupt nicht. Also zumindest, soweit ich weiß nicht, könnte ja sein, dass ich was verpasst habe. Du bist nicht meld, aber nur noch ein nutzloses Insekt. Ich werde dich hart zertreten. Und ihr beginnt schon der erste Kampf gegen einen richtigen Gegner, Starman Junior. Und ihr seht unten, der sieht rechts auf seinem Brustpanzer übrigens dort den Abdruck, den Papyrus auf seinem Panzer hat, ist eine kleine Anspielung noch gewesen. So, ja komm, wir bashen mal, auch wenn wir nicht wirklich was ausrichten können. Bass Bass hat Piercy Schilds. Ich kann das Zeichen nicht gemacht. Wir sind jetzt alle bei Sternen protektiert. So, Spiel attackiert. 1 HP Damage. Poki hat so getan, als sie da schreien. 4 HP. So, und jetzt guckt euch an, was der Starman Junior macht. Ja. Das trifft uns jetzt nicht. Wegen dem Schild. So, und jetzt guckt euch an, was der Bass Bass macht. Wir brauchen eigentlich gar nichts machen. Wir könnten gar nichts machen. Es wird keinen Sinn machen. Doch mal PSC Fire. Und wir können ja. Und ich glaube hier. Das wird uns wahrscheinlich treffen. Also das wird uns nicht treffen, das wird uns one-hitten. Ja. Aber dank dem Bass Bass. Ich weiß nicht, eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Bekommen wir irgendwann so einen starken Schild? Jedenfalls ist hier ein verdammt mächtiger Schild. Oh, ein PSC Fire und der Starman Junior kann irgendwie gar nichts. Selbst jetzt, wo er hier noch versuchen kann, uns kaputt zu machen,
Somit praktisch hier eine gute Geiselette. Konnte das Summon Junior gar nichts machen. Der Bass hätte theoretisch nur einmal den Schild aufsetzen müssen, dann hätte er zweimal chargen müssen. Aber gut. Dann 16 XP. Und wir sind nun Level 3. Yay. So. Und die Vitality. Oh ja, und das HQ. Und das Luck. Und das Maximum HP. Und ja, PP ist auch hochgegangen. Leute. So. Ich habe jetzt eine große Chance genommen. Er kam von 10 Jahren in der Zukunft, um mich zu töten. Also können wir uns jetzt nicht ausruhen. Von nun an werdet ihr gegen Gegner kämpfen, die von Geigers gesendet werden. So wie Menschen mit bösen Gedanken. Sie werden definitiv Ärger machen während eines Abenteuers. Tiere werden auch gewalttätig. Haben wir schon gesehen. Deshalb stand auch, wurden zahm. Wir haben sie, indem wir sie besiegt, nämlich von Geigers Einfluss erlöst. Wegen Geigers Einfluss wird das Böse deren Gedanken übernehmen. Das ist die Wahrheit, also hört zu. Okay. So, dann jetzt erstmal zurück da zu deren Haus hier. Von den beiden Arian hier. Keine Ahnung, weiß ich, ob die wirklich auch noch blaue Haare, blaue Augen haben. Jedenfalls so ähnlich. So, hier. Wo in Sam Hill habt ihr Jungen gesteckt? Ich muss mir jetzt eine gute Strafe ausdenken. Okay, mein Englisch stirbt gerade. Wartet, und jetzt habt ihr... Guckt euch das Gesicht an. Das ist fucking gruselig. So. Es tut mir leid, dass mir meine beiden Kinder so viel Ärger bereitet haben. Ihr beide werdet nun wirklich Ärger bekommen. Ja. Ja. Und in der originaljapanischen Version konnte man, soweit ich weiß, dort noch richtige Prügelgeräusche und alles erkennen. Nebenbei. Es wird mich wirklich glücklich machen, wenn du irgendwann mal gehst. Ich bin es leid, dass deine Familie in meiner Nachbarschaft wohnt. Wir haben deinem Vater eine Menge Geld geliehen. Es waren vielleicht schon ein paar hunderttausend Dollar oder mehr. Nun, ich denke, es könnte auch ein bisschen weniger gewesen sein. Aber wegen diesem ausgeliehenen Geld tun meine Familie und ich nun in Armut leben. Mein Ehemann ist zu böse, wenn es um Kinder geht. Oh, nebenbei. Was? Ah, oh, nun ja. Gute Leute schaffen es am letzten. Das ist das Motto unserer Familie. Oh Gott, bitte nicht. Ah ja! Ich denke, das ist eine böse... Aua. Mein Hals, das hat weh getan. Ich denke, das ist ein böses Vieh. Ich werde dir den Magen raussmashen. Ja. Bass hat den Starman Junior überlebt. Viel aber Pokés Mutter zum Opfer. Und da sieht man wieder, was das hier für eine Familie ist. Der Vater ging doch bestürzt in die Richtung in dem Vieh. Na gut, wir gehen mal weg. Oh. Ja, viel schwächer als ich dachte. So muss nun dein Abenteuer beginnen. Guck, so. Ich hab mich gerade erinnert. Höre diese meine finalen Worte an. Okay. Um Geigers zu besiegen, musst du deine eigene Kraft mit der Erde verbinden. Die Erde wird dann deine Kraft verstärken und multiplizieren. Es gibt 8 Orte, die du besuchen musst. Mache diese Orte zu deinem eigenen. Jedes dieser Orte ist dein Heiligtum. Eines von diesen ist Onet. Es ist genannt der Riesenfußstapfen. Geh dorthin zuerst. Verstehst du? Jo. Alles klar. Du bist ein sehr intelligenter junger Mann und sehr schmerz.
Alles wird dunkel. Bevor ich sterbe, will ich dir etwas geben. Es ist der Soundstone. Du kannst die Melodien von deinen 8 Heiligtümern in diesem Stein speichern. Es ist ein tolles Item. By the way, ich bin schon fast tot. Aber möchtest du die Story nochmal hören? So, okay. Was? Ich hab auch ja geklickt. Oh Gott, nee, nicht wirklich. Ich wollte auch... Oh, und in genau diesem Moment... So viel dazu, Leute. Das war jetzt aber auch... Ja gut, hiernach wäre die Logo aber auch schon zu Ende gewesen. Wir sehen uns dann nachher, nach dem Cut, wieder. Hat auch genau gepasst. 15 Minuten, aufwärts sogar. Genau jetzt ist es abgestürzt. Na gut, bis gleich, Leute.